Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Richtlinie 1.3 anpassbar der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im REMIX Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. WCAG gliedert sich in vier Prinzipien. Das Prinzip 1 ist überschrieben mit wahrnehmbar und lautet: Informationen und Bestandteile der Benutzerschnittstelle müssen den Benutzern so präsentiert werden, dass diese sie wahrnehmen können. Ich zitiere aus der deutschen Übersetzung von Aktion Mensch. Und die Richtlinie 1.3, um die es in diesem Video geht, ist überschrieben mit anpassbar. Und lautet: Erstellen Sie Inhalte, die auf verschiedene Arten dargestellt werden können, zum Beispiel einfacheres Layout, ohne dass Informationen oder Struktur verloren gehen. Es geht also um Strukturen und semantische Informationen, die explizit im Markup kodiert sein müssen, also in der Regel in HTML. Wenn zum Beispiel eine Überschrift nur dadurch erkennbar ist, dass sie fett geschrieben ist, geht diese Eigenschaft, dass sie eine Überschrift ist, verloren, wenn der Text nur auditiv dargestellt wird, also vorgelesen wird, und nicht visuell als Fettschrift dargestellt wird. Um diese Dinge geht es in der Richtlinie 1.3. Und das erste Erfolgskriterium unter 1.3 ist Info und Beziehungen und lautet: Informationen, Struktur und Beziehungen, die über die Darstellung vermittelt werden, können durch Software bestimmt werden oder stehen in Textform zur Verfügung. Also es geht um semantische Strukturinformationen, die eben maschinell gelesen werden können durch Hilfsmittel. Das ist hier mit Software gemeint. Oder sie sind in sonstiger Weise als Text beschrieben. Das heißt, es würde dann dabei stehen, das ist eine Überschrift. Ist aber nicht nötig, weil wir haben ja hierfür die HTML-Elemente H1 bis H6. Um diese Strukturen geht es jetzt im Erfolgskriterium 1.3.1. Und ich konzentriere mich jetzt auf die wichtigsten Dinge, die man hier beachten muss. Im Prinzip geht es um alles Markup, was HTML zur Verfügung stellt. Aber das Wichtigste wäre Regionen. Wie benutze ich Landmarks? Überschriften, Listen, Tabellen und Beschriftungen für Formularelemente. Aber das werde ich dann im Erfolgskriterium 3.3.2 behandeln. Da gibt es eine Überschneidung, deswegen lasse ich das hier weg. Ich empfehle auch die Videos aus der Reihe Digitale Barrierefreiheit von Anfang an, auch vom REMAX Channel veröffentlicht. Und die beiden Videos, die ich hier empfehle, sind Seitentitel und Überschriften und Seitenstruktur und Landmarks. Da wird es noch ausführlicher erklärt, wie man Seitentitel, Überschriften und Landmarks gestaltet. Hier ein Blick zu den Landmarks. Es geht darum, wie kann ich Regionen innerhalb einer Webseite kennzeichnen, sodass jemand, der es nicht visuell erkennen kann, trotzdem schnell an eine Stelle springen kann. Zum Beispiel schnell auf den Hauptinhalt springen kann. Und es gibt hier jetzt in HTML5 diese Elemente, die innerhalb Body auftauchen, zum Beispiel nav oder darüber der Header, nicht zu verwechseln mit Head, der ja nicht sichtbar ist, aber der Header ist ein Banner und nav dient zur Navigation. Main umfasst jetzt den gesamten Hauptinhalt einer Webseite, also ohne den Header und den Footer. Innerhalb Main kann man nochmal Regionen einteilen mit Section, Article und Formulare mit dem Form-Element. Den Footer sollte man mit dem Element Footer
kennzeichnen. Dann gibt es auch noch das Aside-Tag, also ein HTML5-Element, das ebenso eine Satan-Box kennzeichnet, also zusätzliche Informationen. Und es gibt noch die Kennzeichnung der Region, wo man suchen kann. Und da gibt es nur das Attribut Role, das man dann mit Search bezeichnen muss. Für die anderen Elemente kann man auch optional das Attribut Role verwenden. Und das lautet dann nicht immer gleich. Für den Header zum Beispiel wäre der Attributwert Banner und so weiter. Aber wenn Sie HTML5 verwenden, reicht es, wenn Sie das entsprechende HTML5-Element anführen, außer bei der Region Versuche, da müssen Sie es mit Role gleich Search machen. Das ist also inzwischen jetzt vorgeschrieben, dass Sie diese Region kennzeichnen, indem Sie diese Landmarks hier verwenden. Das Zweite, das Sie beachten müssen hier bei 1.3.1, sind die Überschriften, dass Sie eben die Elemente H1 bis H6 verwenden. H1 sollte die Überschrift für die gesamte Seite sein, dann darunter H2 Überschriften, wenn es noch tiefer geht, H3 und so weiter. Idealerweise sollte das eine Verschachtelung sein, ohne Bruch und ohne Lücken. Und ich habe hier ein Beispiel. Das ist von der Seite Baden-Württemberg und ich habe jetzt die Überschriften visuell gekennzeichnet mit diesem roten Hintergrund. Das geschieht durch die Browser-Erweiterung Web Developer von Chris Pederick. Das wird normalerweise nicht so zu sehen sein, aber Sie sehen hier, das Wort Mobilität ist eine H1-Überschrift und dann darunter alles beim Neuen in Baden-Württemberg mit H2 und so weiter. Ganz streng genommen wäre es gut, wenn H1 das gleiche wäre wie der Seitentitel. Aber immerhin haben wir hier eine gute Struktur und so sollte es auch sein. Hier rechts dieser Kasten, der mit 3,1% beginnt, der hat keine Überschrift. Das wäre jetzt ein Fehler, weil eben verlangt wird, dass jeder Text, jede Information irgendeiner Überschrift zugeordnet ist. Das nächste sind die Listen. Hier haben wir ja drei verschiedene Arten von Listen zur Verfügung in HTML. Zunächst einmal, eine Liste ist eine Sammlung gleichartiger Elemente. Also immer wenn ich gleichartige Elemente aufliste oder als eine Menge wiedergebe, dann sollte ich das auch als Liste kennzeichnen. Nicht nur visuell durch irgendwelche Spiegelstriche, sondern jemand, der sich die Seite vorgelesen bekommt, wird dann nämlich gesagt bekommen, hier beginnt eine Liste, es gibt fünf Elemente. Ich lese jetzt Element 1 von 5 und so weiter. Und das ist dann für die Navigation sehr hilfreich. Es gibt zum einen die geordnete Liste mit OL, abgekürzt für Ordered List. Da wird es dann durchnummeriert von 1 bis n. Dann gibt es die UL, die ungeordnete Liste. Und das sind dann so Spiegelstriche oder Punkte. Das können Sie definieren über CSS oder auch ganz weglassen. Und dann gibt es die DL, die Definition List. Das sind Zuordnungspaare. Also Sie können wie einer Definition einen Term haben und dann eine oder mehrere Definitionen zuordnen. Das kann man aber auch für andere Dinge verwenden, nicht nur für Definitionen. Und ein Beispiel hier. Wichtig ist, dass Sie auch Navigationsmenüs verschachteln als ungeordnete Liste, also mit UL. Und Sie sehen, das wird auch hier gemacht. Hier haben wir dieses Navigationsmenü, das hier horizontal oben auf der Seite zu sehen ist. Und Research Areas ist jetzt die Überschrift für das erste Untermenü. Und das ist eben auch ein Listenelement. Und dann, wenn man da draufklickt, dann würde sich das noch weiter aufklappen. Natürlich hat man hier über CSS die Darstellung so gewählt,
dass keine Punkte oder Spiegelstriche zu sehen sind. Trotzdem ist es eine Liste und sollte als solche markiert werden. Und wichtig bei Datentabellen, dass Sie hier das richtige Markup verwenden. Ich spreche hier nicht von Layout-Tabellen, die man manchmal noch macht, um Blöcke anzuordnen wie in einem Raster, aber mittlerweile kann man das über CSS sehr gut machen. Datentabellen sind immer Elemente, die zweidimensional interpretiert werden. Also Daten, die zwei Koordinaten zugeordnet haben. Auch hier jetzt das Beispiel mit der Visualisierung durch die Browser-Erweiterung Web Developer von Chris Patrick. Und wir sehen hier, es ist eine einfache Tabelle hier vom Statistischen Bundesamt. Die erste Zeile beinhaltet alle Überschriften für die Spalten. Also Datum ist die Überschrift für die erste Spalte, deswegen wird es mit CH ausgezeichnet für Table Header. Und Code für die zweite Spalte, Inhalt und so weiter bis neu. Und das, was dann an Inhalt in der Tabelle ist, wird mit TD für Table Data ausgezeichnet. Und es gilt dann automatisch, dass hier das entsprechende TH, das nach oben am Anfang der Zeile steht, zur Beschreibung dieses Werts benutzt wird. Wenn jetzt links davon am Anfang der Zeile auch noch ein TH wäre, dann wäre das die zweite Koordinate. Und so kann man zweidimensionale Tabellen sehr schön gestalten. Ein Screenreader würde dann, wenn man das möchte, immer vorlesen: Datum 17.06.2019, Code 12, 6, 11 und so weiter. Würde also immer mit den Überschriften vorlesen, wenn die Tabellenzellen vorgelesen werden. Bei komplizierteren Tabellen mit mehr als zwei Dimensionen gibt es noch weitere Attribute, Headers und Scope, aber das können Sie dann nachlesen in WCAG bei den entsprechenden Methoden. Wird relativ selten benötigt. Auch noch wichtig für Datentabellen ist, dass Sie das Attribut Summary benutzen, und zwar den Inhalt der Tabelle kurz beschreiben. Das ist so ähnlich wie das Alt-Attribut für Bilder. Sie würden also beschreiben, die Tabelle hat als Spalten Datum, Code, Inhalt und so weiter, sodass man hier eine kurze Übersicht bekommt, wie das Ganze angeordnet ist. Und sich das vorstellen kann, bevor man hineingeht in die Tabelle. Außerdem bei einer Datentabelle sollten Sie auch die Tabellenüberschrift kennzeichnen mit dem Caption-Element innerhalb des Table-Elements. Jetzt kommen wir zum Erfolgskriterium 1.3.2. Da geht es um bedeutungstragende Reihenfolge und das Kriterium lautet, wenn die Reihenfolge, in der Inhalt präsentiert werden, sich auf deren Bedeutung auswirkt, kann die korrekte Leseabfolge durch Software bestimmt werden. Das betrifft den gesamten Inhalt einer Webseite, nicht nur fokussierbare Elemente. Wir werden sehen, dass für fokussierbare Elemente auch etwas Ähnliches gilt und auch noch weitere Anforderungen gelten. Hier geht es darum, dass Sie die Leseabfolge durch den HTML-Code so gestalten, dass es logisch ist. Und zwar kann jemand mit einem Screenreader eben komplett durch die Seite durchgehen und sich alles vorlesen lassen. Und das sollte dann auch passen. So zum Beispiel, dass ein Text, der zu einer Überschrift gehört, nach der Überschrift kommt und nicht vorher. Hier wurde das falsch gemacht auf dieser Seite. Da gibt es ein kleines Bildchen, so ein Thumbnail und daneben die Überschrift Forscher Alumni-Broschüre und noch Text. Und im Inspektor sehen Sie, dass zuerst einmal dieses Image eingebunden wird und danach die H3-Überschrift Forscher Alumni-Broschüre. Wenn man jetzt das durchliest mit dem Screenreader oder auch mal ohne Stylesheet, dann wird dieses Bild, das eigentlich unter diese Überschrift oder zu diesem Abschnitt gehört, wird es quasi davor
dargestellt und erscheint, als würde es zum vorherigen Abschnitt gehören. So sollte man das nicht machen, sondern zuerst die Überschrift und dann kann man ja immer noch dieses Thumbnail über CSS so gestalten, dass es daneben steht. Im Web gibt es auch PDF-Dokumente und da ist es auch wichtig, dass wir dieses Erfolgskriterium beachten, dass zum Beispiel PDF-Dokumente, die mehrere Spalten benutzen, auch wirklich in der entsprechenden Spaltenreihenfolge im Code dargestellt sind. Das erkennen Sie dann daran, dass wenn Sie den Mauszeiger nehmen und eine Auswahl treffen über eine Spaltengrenze hinweg, wenn das funktioniert, dann wurde das richtig gemacht und dann hat jeder Benutzer etwas davon, weil dann kann man nämlich auch Text schön rauskopieren. Beim Erfolgskriterium 1.3.3 geht es um sensorische Eigenschaften. Anweisungen, die für das Verständnis und die Bedienung von Inhalt bereitgestellt werden, stützen sich nicht nur auf sensorische Eigenschaften von Komponenten wie Form, Größe, visuelle Position, Ausrichtung oder Ton. Es geht also jetzt darum, dass Anweisungen, die man benötigt, um etwas zu verstehen oder die Webseite zu bedienen, dass die auch verständlich sein müssen und befolgt werden können, wenn die Webseite vorgelesen wird, also auditiv wiedergegeben wird, oder wenn sie stumm dargestellt wird, also zum Beispiel nur visuell oder nur taktil ohne Audio. Und wenn jetzt irgendwelche Referenzen auf eine Form, eine Größe oder Position, Ausrichtung oder Tonhöhe oder so da auftaucht in der Webseite, dann wäre das nicht verständlich, wenn die entsprechende Modalität nicht zur Verfügung steht. Ich zeige das an einem Beispiel. Das ist relativ selten, solche Beispiele, aber ich habe das mal gefunden. Da steht dann eben Willkommen und so weiter. Und bitte drücken Sie den roten Button. Und dann auch noch auf Englisch, Please push the red button. Und wenn man jetzt nicht weiß, dass der Button rot ist, also wenn man die Seite zum Beispiel vorgelesen bekommt oder monochrom die Seite dargestellt wird, dann weiß man nicht, was man drücken soll. Schon gar nicht, weil es sieht auch nicht aus wie ein Button, sondern das ist eher ein rot hinterlegter Link. Also so sollte man das nicht machen, sondern wenn, dann sollte man sagen, drücken Sie den Button mit der Aufschrift so und so und dann kann auch jemand, der das auditiv sich vorlesen lässt, diesen Button finden. Jetzt kommen noch zwei weitere Erfolgskriterien, die sind in WCAG 2.1 dazugekommen. Einmal 1.3.4 und das habe ich jetzt selbst ins Deutsche übersetzt. Die Überschrift lautet Orientierung. Die Darstellung des Inhalts ist nicht auf eine einzige Bildschirmorientierung wie Hoch- oder Querformat beschränkt. Und es kommt eine Ausnahme, es sei denn, eine bestimmte Bildschirmorientierung ist wesentlich. Der Hintergrund hier ist, dass es Menschen gibt, insbesondere solche mit Behinderungen, mit motorischen Behinderungen, die das mobile Gerät nicht selbst halten, sondern einen Ständer benutzen oder die es nur in einer ganz bestimmten Weise halten können. Als Beispiel habe ich hier eine App mitgebracht, die nennt sich Grid Player. Das ist eine sogenannte Kommunikationshilfe. Drückt man hier einen Button, dann wird eine entsprechende Nachricht ausgesprochen. Und das wird benutzt von Menschen, die selber schlecht oder gar nicht sprechen können, um zu kommunizieren mit anderen Menschen. Die können dann wiederum zurücksprechen, weil in der Regel kann der Benutzer hören. Und sowas könnte an einem Rollstuhl befestigt sein. Und dann sollte es eben möglich sein, es zu bedienen in Hochformat oder im Querformat. Und es sollte jeweils die gleiche Funktionalität zur Verfügung stellen. Responsive Design, wie es im Web üblich ist, ist hier sehr hilfreich und ist eine gute Sache. Es ist eben wichtig, dass in beiden Formaten, sowohl für den Desktop als auch für die Mobilvariante oder welche Varianten es auch immer gibt,
dass für beide Formate jeweils die gleiche Funktionalität zur Verfügung steht und keine Einschränkungen gegeben sind. Und das Erfolgskriterium 1.3.5, Eingabezweck bestimmen. Auch nach meiner Übersetzung, der Zweck jedes Eingabefelds, das Informationen über den Benutzer sammelt, kann programmatisch bestimmt werden. Und jetzt müssen zwei Dinge gelten, damit eben diese Anforderung auch gestellt wird. Erstens, das Eingabefeld dient einem Zweck, der im Abschnitt Eingabezwecke für Benutzerschnittstellenkomponenten angegeben ist. Da komme ich gleich noch dazu. Und zweitens, der Inhalt ist mit Technologien implementiert, welche die Erkennung der erwarteten Bedeutung für Formulareingaben unterstützen. Also es muss die entsprechende Technologie zur Verfügung stehen, die das dann eben auch unterstützen kann. Und da sind die Browserhersteller gerade dabei, das zu machen. Schauen wir uns einmal an, was damit gemeint ist. Hier vom W3C selber stammt dieses Beispiel. Ich habe nur die Namen übersetzt. Stellen Sie sich vor, wir haben ein Webformular und wir haben hier verschiedene Eingabefelder und es betrifft eben Eingaben, die Informationen über den Benutzer abfragen. Das war ja eine Voraussetzung für dieses Kriterium. Für andere Eingabefelder, die jetzt keine Benutzerdaten abfragen, gilt dieses Kriterium gar nicht. Und hier haben wir zum einen den Vornamen eines Benutzers und da muss jetzt über das Autocomplete-Attribut das Schlüsselwort gegeben werden, dass es sich hier um den Vornamen handelt. Und das Schlüsselwort heißt Given Name. Und für den Nachnamen ist das Schlüsselwort Family Name. Und für die Kreditkartennummer ist das Schlüsselwort CC-Number. Und für das Gültigkeitsdatum der Kreditkarte ist es CC-Expiration, also EXP. Das heißt, es wird jetzt verlangt, dass hier über dieses Attribut genau definiert ist, um welche Art von Eingabe handelt es sich. Und das soll jetzt Menschen unterstützen mit kognitiven Behinderungen oder auch andere, die sich schwer tun, Eingaben zu machen, sodass der Browser oder andere Benutzer Hilfen jetzt dabei helfen können, dass der Benutzer diese Eingabe schnell macht oder dass sie sogar automatisch ausgefüllt wird. Und hier ist die Liste für die möglichen Attributwerte für Autocomplete. Es ist wahrscheinlich, dass sich diese Liste noch erweitern wird. Im Moment gibt es diese folgenden Schlüsselwörter dafür, für Autocomplete. Also alles, was den Namen betrifft, auch Benutzername, Passwort, Adressendaten, alles um Kreditkarten, um irgendwelche Online-Käufe zu machen. Und Geburtstag, Sprache des Benutzers, Telefon, E-Mail, Instant Messaging. Wenn das, was Sie abfragen wollen, wenn das hier auftaucht unter dieser Liste, dann müssen Sie das auch mit Autocomplete so angeben. Das war Richtlinie 1.3 anpassbar aus der Reihe REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe und den anderen WCAG 2.1 Richtlinien finden Sie unter gpii.eu/wcag21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.